du machst jedes Spiel bei uns, ne? Nach dem olympischen Motto. Dabei sein ist alles. Na, ihr Kanonenköpfe, jetzt geht's am Wochenende endlich mal wieder um alles, ne? DFB-Pokal geht los, ne? Ist ja so ein Wettbewerb, wo die Kleinen auch gerne mal für Furore sorgen, ne? Ich meine jetzt nicht Philipp Lahm. Stefan, du warst gestern so besoffen, ne? Du hast die Ananas aufgeschnitten und hast reingebrüllt. Komm raus da, SpongeBob! Ja, für Corona steht schon mal 1-0, ne? Der SV Bremen darf jetzt nicht antreten. Zu viele Corona-Fälle in der Mannschaft gegen die Bayern. Ja, ist für die Bayern vielleicht auch besser in der aktuellen Form, ne? Alle Testspiele, ich glaube eins irgendwie unentschieden oder was, verkackt, ne? Da stellt sich ja Nagelsmann nach dem Spiel gegen Lazio hin und sagt, was will ich jetzt hier in Zampermann machen nach dem Testspiel? Mhm. Heute sagt er, wenn ich hier nichts hole, ne, dann bin ich alleine schuld. Klar, Logo, du kannst ja nicht 11 Mann auf dem Platz, die... Ja, mein Gerland geht jetzt zum DFB. Er wird ein richtiger Tiger. Da freue ich mich schon drauf, ey. Und beim Nagelsmann, da bin ich echt mal, bin ich mal gespannt. Ja, Mann! Da sagt er auch, er hätte einen zu dünnen Kader. Ich habe einen zu dicken Torwart, das ist viel schwieriger. Ja, und die Eintracht aus Frankfurt, ne, die fährt zum Waldhof nach Mannheim. Ne? Die Busfahrt wird geil. Ne? In Mannheim ist alles in Quadrate eingeteilt. Ne? Wenn die also mit dem Bus losfahren, dann geht es von E4 über C8 nach A11. Busfahrt ist also ein Schachspiel und kein Fußballspiel. Ne? Ja, und wenn dann der Busfahrer noch das Mannheimer Navi anhat, dann finden die gar nichts. Ey. Muss links, muss gerade auf, da muss hoch, da kommt der Buckel und dann rechts und seid ihr schon da. Hermann, weißt du, wie der Gott der Vegetarier heißt? Kräuterbutter! Ja, hier ist die beste Position. Kevin! Boah, ey, der ist so hohl, der hat in der Wissenschaftsstudie gelesen, die Menschen benutzen nur 10% von ihrem Gehirn. Und der Kevin so, was machen die Menschen mit den anderen 40%? Ja, und Mainz, ne, beim SV Elversberg und bei den Mainzelmännchen, da dürfen jetzt endlich wieder mal Fans mit, ne, also Auswärtsfans. Ne, die fahren dann ins Saarland über die A6 oder wenn die dicht ist, halt zweimal über die A3. Ja. Und dann hast du noch FC Villingen gegen Schalke 04. Das ist auf der einen Seite diesen absoluten Provinzverein, ne, den Underdog schlechthin. Ja, und auf der anderen Seite den FC Villingen. Patrick, hast du das mit deiner Freundin wieder im Griff? Ja, nachdem sie dich gefragt hat, Schatz, kann ich so rausgehen? Hast du doch gesagt, ja sicher, ist doch schon dunkel. Sag mal, Hermann, was ist eigentlich dein Motto beim Abnehmen? Jedes gute Stück Fleisch hat einen Fettrand, oder was? Christian, renn doch mal zurück und nicht immer nach vorne. Sonst geht er zu Ikea, da sind so Pfeile auf dem Boden. Deswegen ist Ikea auch ein Einrichtungshaus. Ach, und endlich wieder Zuschauer im Stadion. Ne, gibt's auch zu Hause weniger Diskussionen. Schatz, warum gab es denn Elfmeter? Ja, wegen der Schwalbe. Ach, ein Vogel auf dem Platz? Nee. Spieler hat sich fallen gelassen. Auf die Schwalbe. Bei der Ausbreitung der Delta-Variante, da kannst du echt nur beten, ne? Gott schütze unser Land vor Hungerpest und Brand, vor Irren, die Bomben schmeißen und Clubs, die FC Bayern heißen. Andi, warst im Urlaub, ne? In Paris. Ja, haben wir gesehen auf Facebook. Schön Selfie vor so einem Strommast gemacht und gepostet. Lieben Grüße vom Eiffelturm. Bei uns war ja letzte Woche Trainingsauftakt oder wie ich es nenne, Tag der Ausreden. Der Andi schreibt bei uns in der WhatsApp-Gruppe, er kann heute nicht kommen, er hat einen Sponsorentermin, seine Schwiegereltern sind zu Gast. Der Stefan schreibt, ihm ist ein Haar ausgefallen, Gesundheit geht vor. Christian kam dann, Christian! Er kam dann zwar, ne, aber viel zu spät. Mit den Worten, Trainer, ich habe gedacht, zum Trainieren ist es nie zu spät. Naja, ein Positivsatz jedenfalls, ne? Wenn alles teurer wird, die Ausreden werden immer billiger. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat bei uns im Rewe am Schwarzen Brett eine Aussage gemacht. Suche Teilnehmer für eine Jogginggruppe, die generell keine Lust haben und am Wochenende keine Zeit. Hermann, für dich ist Hackfleisch kneten auch wie Tiere streicheln, ne? Nur später. Ja, wir haben ja Transfergerüchte, ne? An unserem Hermann ist der örtliche Musikverein dran. Wahrscheinlich, weil er nach dem Spiel immer auf dem letzten Loch pfeift. Ne? Mit Pauken und Trompeten untergehen, kennt er ja. Sind wir letztes abgestiegen. Ich weiß nicht, was die mit dem wollen, ey. Aber ich sag, Musikverein, da ist Geld. Wenn der Hermann genommen, unter 3 Flaschen Verlängerung, hier, Ablösesumme geht gar nichts. Die zahlen das komplett. Ist mir scheißegal. Schon wieder alle der Kram hier. Ansonsten bleibt halt der Hermann bei uns, die letzte Arschgeige. So. Neu bei uns im Team ist der Patrick. Ne, haben wir abgeworben hier für eine ganze Kiste Pilzgrin, ne, von der Feuerwehr. Und da, scheiße. Ne? Patrick von der Feuerwehr, ey. Ja, steht ganz gerne mal auf dem Schlauch, ne, vorne im Sturm, aber in der Abwehr, ne, da löscht er jetzt jeden Brand. Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Pua.
eine Holzspäne dran an der Scheiße da.